Ich werde heute ein Webinar mit dem Thema Skyway, die Technologie des 21. Jahrhunderts, abhalten. Das Webinar wird in etwa eine Stunde dauern. Danach gibt es die Möglichkeit, die Fragen zu stellen. Kurz zu meiner Person. Von meinem ersten Beruf her bin ich Maschinenbauingenieur mit der Fachausrichtung Fahrzeugtechnik. Vom zweiten her bin ich Nachhaltigkeitsmanager. Und ich habe im Rahmen meiner Masterarbeit mich intensiv mit den Methoden für Asphaltrecycling auseinandergesetzt. Beruflich bin ich als Statiker tätig. Deswegen kann ich sowohl aus meinen beiden Studienbereichen wie auch aus meiner Berufspraxis ausgehend das Projekt Skyway gut beleuchten und auch als Muttersprachler vielleicht auch Zusammenhänge bringen, die in der Übersetzung einfach verloren gehen. So, das sind unsere Themen heute. Zuerst werde ich etwa ein paar Worte zu dem Verkehr von heute sagen. Dann erzähle ich etwas zu dem Erfinder der Technologie. Danach zu der Technologie an sich. Die Vorteile der Skyway-Technologie, die Zertifikate, Auszeichnungen und Patente, die wir schon haben. Danach geht es zu der zeitlichen Entwicklung des Projekts. Und am Ende habt ihr die Möglichkeit, die Fragen zu stellen. So, zum Verkehr von heute. Um die Vorteile von Skyway verstehen zu können, muss man begreifen, was überhaupt die Aufgaben eines Transportsystems sind, wie die aktuelle Situation in der Praxis aussieht, welche Probleme der Verkehr mit sich bringt und wie diese Probleme gelöst werden können. Das Transportnetz ist, oder man kann das ganz gut mit dem Adernetz in einem Organismus vergleichen. Ohne Blut funktioniert kein Körper, genauso ohne Verkehr gibt es keine Wirtschaft. Transport ist dazu da, die Interaktion zwischen den einzelnen Wirtschaftsakteuren zu gewährleisten. Und je besser das Transportnetz in einem Wirtschaftsraum funktioniert, desto mehr Chancen hat dieses Wirtschaftsraum, sich im internationalen Wettbewerb zu behaupten. Doch was sehen wir heute? Die grundlegenden Technologien, auf denen das heutige Transportwesen basiert, sind schon über 100 Jahre alt. Nicht umsonst gilt die Transportbranche als eine der konservativsten überhaupt. Richtige Neuentwicklungen in dieser Branche gab es seit Jahrzehnten nicht. Die letzte prinzipiell neuartige Transportsystem wurde im letzten Jahrhundert entwickelt. Das war die Magnetschwebebahn. Und das hat ja 70 Jahre lang gedauert, die Entwicklung. Das hat Milliarden von Dollar gekostet. Und das Ergebnis, das ist ein neues Transportsystem, welches aber keiner bezahlen kann und deswegen völlig praxisuntauglich ist. Und andere Systeme wie Auto mit Straße oder Eisenbahn mit dem Schienenfahrzeug, Seilbahn und so weiter, das sind alle Systeme, die noch in dem 19. Jahrhundert entwickelt wurden und die den Anforderungen der heutigen Zeit längst nicht mehr entsprechen. Ja. Schau doch mal, wie die Informationstechnik sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Heutzutage können wir riesige Informationsmengen quer durch den Planeten in Sekundenschnelle übertragen. Ja, aber wie verhält er sich mit dem Transport? Das heutige Transportwesen scheint mehr Probleme zu verursachen, als sie es zu lösen vermag. Also hier auf der Folie habe ich ja aufgeführt, die ganzen Probleme. Eine Studie der NASA aus dem Jahr 2010 hat bestätigt, dass der Straßenverkehr am meisten für die Klimaänderung auf unserem Planeten verantwortlich ist. Denn während die Industrie gleichzeitig mit Treibhausgasen auch Aerosole emittiert, die den Treibhausgasen entgegenwirken, ist es beim Kraftverkehr nicht der Fall. Durch den Ausstoß gewaltiger Mengen an Treibhausgasen wirkt sich unser Transport direkt und maßgeblich auf die Klimaänderung aus. Außerdem benötigt das heutige Transportnetz eine Fläche so groß wie das Fünffache von Großbritannien. Das ist eben so viel Fläche, dass es auch zum großen Teil teures Stadtgrund. Und diese Fläche wurde bislang unter den Straßen- und Eisenbahnlinien vergraben. Und trotzdem ist das heutige Transportnetz den Anforderungen der modernen Gesellschaft nicht gewachsen.
Die Situation zwingt die Menschen dazu, große Ballungszentren aufzusuchen und einen dauerhaften Stadtstress wie Lärm, Luftverschmutzung, Platzmangel und so weiter auf sich zu nehmen. Und trotzdem fährt man in den meisten Städten zu Stoßzeiten mit Schrittgeschwindigkeiten. Das heißt, in dem Augenblick versagt das Transportsystem kläglich und vollständig. Denn wenn man mit derselben Geschwindigkeit zu Fuß gehen kann, dann braucht man ja keine Straßen und keine Autos. Das öffentliche Nahverkehr ist ja auch nicht viel besser dran, weil zum Beispiel bei den Bussen ist es so, dass es dieselben Straßen nutzt wie auch das andere Verkehr und der andere. Ja, wir haben außerdem großes Verkehrsaufkommen in Ballungszentren drin. Es gibt schlechte Luft in den Städten und das zieht natürlich auch Vielzahl an Erkrankungen nach sich. Außerdem haben wir natürlich viele Unfälle und vor allem in den Städten die Unfälle. Die Studien belegen, dass 2 Drittel der schweren Verkehrsunfälle sich innerhalb der Ortschaften ereignen und 1,2 Millionen Menschen verlieren jährlich ihr Leben auf den Straßen. Das ist eine Stadt wie München, damit man sich das vorstellen kann. Das ist wirklich eine schreckliche Belastung. Also man kann zusammenfassen, der Verkehr von heute ist gefährlich, umweltschädigend, platzraubend, laut, zeit- und kostenintensiv und unflexibel. Die Grundtechnologien, auf denen unser Transportsystem beruht, haben sich seit einem Jahrhundert kaum geändert und sind den Anforderungen unserer Zeit nicht mehr gewachsen. So, doch wie sollte ein optimales Transportsystem aussehen? Bei dieser Fragestellung kommen wir dem Begriff der Nachhaltigkeit näher. Nachhaltig ist, was dauerhaft harmonisch mit Natur und Menschen koexistieren kann. Es gibt 3 Grundprinzipien der Nachhaltigkeit. Das ist zum einen die Ökonomie, sprich die monetäre Wirtschaftlichkeit des Systems. Zweites Prinzip ist Ökologie. Hier, so, Ökologie. Und das heißt also, das System soll so wenig wie möglich die Umwelt beeinträchtigen. Sprich, so wenig wie möglich Emissionen, Geräuschentwicklung, Land- und Rohstoffbeanspruchung und so weiter. Und das dritte Prinzip ist die soziale Verantwortlichkeit. Auf das Transportwesen angewendet bedeutet es Fahrkomfort, Sicherheit, Verfügbarkeit rund um die Uhr, Schnelligkeit in der Fortbewegung, Flexibilität, Geräuscharmut und so weiter. Also wenn man diese 3 Aspekte hat, hat man ein optimales Verkehrssystem aufgebaut. Ja, warum erzähle ich das alles? Es gibt nämlich zweierlei Typen der Erfinder auf dieser Welt. Die einen sehen das vorhandene System und versuchen, irgendwelche Teilaspekte des Systems zu optimieren. Das ist das, was heute in der Transportbranche auch passiert. Die Automobilhersteller versuchen, den letzten Hundertstel% von dem Wirkungsgrad eines Automotors herauszuquetschen, vergessen aber offenbar, dass ein Automotor systembedingt nicht mehr als 40% Wirkung aufbringen kann. Oder sie versuchen, die aerodynamischen Eigenschaften der Fahrzeuge zu verbessern, ignorieren aber, dass allein das Vorhandensein einer flachen Fahrbahn, werden wir später sehen, dass die Aerodynamik drastisch verschlechtert. Ja, also das sind Entwicklungen in dem vorhandenen System. Aber bei der Eisenbahn sieht es ja noch hoffnungsloser aus, denn die Grundtechnologien sind hier noch viel früher in den Stein gemeißelt worden. Also es gibt Spurbreite, Schienen und Tragform, Brückenarten, Oberleitungstechnik, all das ist schon unantastbare Postulate, die sich wirklich seit Jahrhundert kaum geändert haben. Deswegen bewegen sich auch alle Neuentwicklungen in diesem fest definierten Rahmen. Aber es gibt Gott sei Dank auch andere Art der Erfinder. Das sind wirkliche Freidenker, die sich einfach dem vorgegebenen Rahmen entziehen und unabhängig von diesen Rahmenbedingungen ihre Fantasie freien Lauf geben können. Und genau
Nur solche Visionäre, solche Freidenker sind wirklich in der Lage, maßgebliche Veränderungen in der Zivilisationsentwicklung zu bewerkstelligen. Und genau so ein Freidenker ist nämlich Anatoly Eduardovich Junitsky. Das ist der Erfinder unserer Skyway-Technologie. Schon vom Grundsatz her hat er ganz anders gedacht, ohne sich in den Rahmen der realen Gegebenheiten zu zwängen. Sein Anliegen war eben nicht ein besseres Auto oder eine bessere Eisenbahnlokomotive oder eine bessere Seilbahn zu entwickeln. Nein, sein Ansatz war, ausgehend von den physikalischen Gegebenheiten der Umwelt und dem modernsten technischen Wissen ein Transportsystem zu entwickeln, welches den Anforderungen an ein optimales, sprich nachhaltiges Verkehrssystem am ehesten entspricht. So, hier auf der Folie sieht man, was Anatoly Junitsky ist. Er ist also ein Ingenieur für Bahntechnik, hat viele Erfindungen in die Welt gesetzt, Autor von mehreren Patenten und wissenschaftlichen Arbeiten, Preisträger von mehreren, ja, Auszeichnungen. Viel wichtiger jedoch als das, was hier steht, ist wirklich, das ist ein waschechter Visionär. Er hat sein ganzes Leben seine Idee des optimalen Transports gewidmet. 50 Jahre, fast 50 Jahre hat er sich damit beschäftigt. Außerdem ist es eine Person des öffentlichen Lebens, er tritt immer wieder in unterschiedlichsten Medien auf. Und zum ersten Mal war das schon im Jahre 88, wo er seinen Dokumentarfilm über sein Konzept zur raketenlosen Weltraumerschließung vorgestellt hat. Ich kann vielleicht ganz kurz ein kurzes Ausschnitt aus diesem Video zeigen, damit ihr seht, dass es wirklich ein Mann ist, der ist zeitgeprüft. Also da sieht man, das ist dieselbe Person, bloß viel jünger und der spricht aber dieselben Dinge an. Ja? Hoffentlich. Also ist es Jahr 88, 2 Jahre nach der Katastrophe in Tschernobyl. Hört man da irgendwas? Also ich höre nichts. Also auf jeden Fall, der sagt hier, dass der aus dem Dorf kommt, welches wirklich eine schlimme Verseuchung von der Radioaktivität abbekommen hat. Und er erzählt, ich bin dort zu Fuß, barfuß gelaufen und jetzt komme ich hin und sehe völlig was anderes. Und ich verstehe, ich werde meine Heimat nie wiedersehen, meine Heimatdorf. Und ich habe verstanden, dass wenn wir weiter so machen, werden wir alles verlieren. Nicht nur dieses kleine Dorf, sondern den gesamten Planeten, das ganze Land. Ja, man hat gesehen, das ist derselbe Mann, bloß ist 30 Jahre jünger. Ja, aber das spricht dieselben Dinge an. Oder ein weiteres Video, da geht es um, das ist vom Jahre 2001, und da geht es um sein erstes Testfeld. Ja, und da sieht man, der ist hier etwas älter. Und das ist sein erstes Testfeld, welches dann später von den Konkurrenten zerstört wurde. Aber trotzdem, man sieht, es ist rund 20 Jahre alt, das Video, aber man sieht, das ist derselbe Mann, der steht mit seinen Ideen. Ja, mit seiner Idee, jetzt wird man sehen, unter dem Fahrzeug hat er sich gestellt. Und achtet genau drauf, auf diese Schiene. Die Schiene verbiegt sich kaum. Ja, man sieht, da ist kaum Bewegung. Die ist so starr wie eine normale Brücke. Und hier steht er. Anatoly Junitsky, vor 20 Jahren hat er das schon gezeigt. Hat gesagt, wie stabil, wie sicher dieses System ist. So. Меня зовут Анатолий Юницкий.
Я расскажу вам о транспортных системах будущего. Все, что вы знаете, основано на законах физики, основной науке, об изучении. Создание теории транспортно-инфраструктурных комплексов, внимание с точки зрения этой науки и окружающего мира, я посвятил 50 лет своей жизни. Черномою, Республики Беларусь, сегодня реализует транспорт уже летальный и транспортный. Denn dieser Mann ist wirklich zeitgeprüft. Nicht dieselben Ideen vor 30 Jahren erzählt er heute noch. Bloß heute steht er nicht mehr alleine da, er hat ein riesiges Unternehmen hinter sich. Ja, und dem wurden so viele Steine in den Weg gelegt. Жить на Zum планете Beispiel, Земля комфортно и безопасно в гармонии с природой. In Australien hat man versucht, seine Technologie zu klauen und sein Unternehmen zu enteignen. Und Anatolij Nitzke konnte erfolgreich sein Lebenswerk gegen diese Angreifer rechtlich verteidigen. In Lettland, das war im Jahre 2015, hat man ihn als russischer Spion verleumdet und aus dem Land vertrieben. Und deswegen läuft zurzeit eine Klage gegen die lettische Staatsanwaltschaft wegen Schadensersatzanspruchs seitens Anatolij Nitzke in Höhe von über 10 Millionen Dollar. Und in Russland eben hat man sein Testgelände vernichtet. Im Internet versuchen Trolle und Denunzianten das Projekt mit allen erdenklichen Argumenten schlecht zu reden. Denn sie wissen zu genau, dass wenn Skyway Gross herauskommt, haben einige heutige Großunternehmen der Transportbranche ganz schlechte Karten. Ja, und so viel Gegenwind hat dieser Mann gesehen. Und da wurde wirklich jeder seinen Kopf und seine Arme hängen lassen. Aber nicht Anatolij. Anatolij hat trotzdem Widerstand, trotz all diesen Angriffen und Machenschaften, hat er das dazu gebracht, dass das Unternehmen schon die Start-up-Phase überwunden hat und jetzt ganz fest auf beiden Beinen steht mit über 700 hochqualifizierten Mitarbeitern. Ja. На борьбу с ним расходуется более 90% затрат энергии при движении. СКВ достиг больших успехов в первую очередь в области аэродинамики. Коэффициент аэродинамического сопротивления у нашего рейс-автомобиля, названного Юнусом, 7 раз ниже, чем у Бугатти. Tüchteln, wie die jetzt heute ist. Seine Überlegungen bei der Entwicklung der Idee waren recht einfach und für jeden auch nachvollziehbar. Wenn man einen Körper betrachtet, der über eine gewisse Entfernung in die Horizontale transportiert wurde, aus der Sicht der Physik, dann stellt man fest, dass der energetische Zustand des Körpers sowohl vor wie auch nach der Reise gleich geblieben ist. Воздух обтекает лишь по дорожному полотну транспортное средство неравномерно, сверху и снизу. При этом возникает уподнение под нищим и турболетно сзади. Но если поднять транспортное средство высоко над дорожным полотном, für den Widerstand gegen die Umwelt und letztendlich für ihre Zerstörung verbraucht werden. Und bei Geschwindigkeiten ab 350 km/h ungefähr spielt der Luftwiderstand des Fahrzeuges die entscheidende Rolle. Denn für dessen Überwindung werden ca. 90% der Gesamtenergie aufgewendet. Vergleicht man die beiden На ней и далее будут расти леса, вести сельское хозяйство. Сохранится естественно гидрология почв и станция сопротивляющаяся. Вопросы гармонии с природой, технически реализованной струнной транспорта, сегодня актуальны как никогда ранее. Trieb aufzubringen und diese Kraft, diese Leistung, die da aufzubringen ist, die ist viel größer als die Kraft, die man benötigt zum Vorwärtsbewegen. Ja, und das ist halt das. Das Löwenanteil verbrauchen wir nur, um nicht runterzufallen. Das Fahren auf einer Ebene hat jedoch einen anderen gravierenden Nachteil. Den sogenannten Bodeneffekt. Dieser Effekt kommt zustande, da ein Teil der vom Fahrzeug entgegenkommenden Masse oder Luftmasse unter das Fahrzeug gepresst wird. Das verbraucht Energie hier vorne.
увеличивается население планеты, растет и уровень его потребления. В современном мире за 15 лет потреблено столько ресурсов, сколько использовано человечеством за все предыдущее время его существования. Мы живем долго, истощаем планету, потребляя больше, чем Земля может нам. Begünstigt die Turbulenzerscheinung, die letztendlich einen Niederdruck кардинальный выход из сложившейся ситуации только один. Необходимо предоставить Земной экологическую нишу вне земной биосферы. Данный шаг обеспечит сохранение и развитие биосферы по законам и направлениям, сформированным в течение миллиардов лет эволюции. А также гармонично взаимодействие общности людей, как биологических объектов. Eine schlanke Bahn kompensiert die Nachteile der beiden Grundartenfortbewegung, Fliegen und das Fahren. Man braucht also keine Erdanziehung zu überwinden, wie beim Flugzeug der Fall ist, weil man ja auf einer festen Bahn unterwegs ist und man hat keine Einbußen in der Aerodynamik, da der Bodeneffekt vermieden wird. Die Fahrbahn ist nicht durchgehend und die Luft kann das Fahrzeug gleichmäßig von allen Seiten umströmen, also sowohl unten wie auch oben. Nicht wie bei normalen Fahrzeugen. Doch wie baut man eine Bahn, die schlank genug ist, um keinen Bodeneffekt zu verursachen? Dazu ein kleines Beispiel. Hier sehen wir drei Konstruktionen, die eines gemeinsam haben. Die Brücke, der Fernsehturm und das abgebildete Seil können in etwa dieselbe Nutzlast von 100 Tonnen tragen. Впервые было озвучено мной еще в начале 80-х годов прошлого века и геокосмическая транспортная система многоразового использования для безракетного освоения ближнего космоса. ГТС позволит заинвестировать на орбиту порядка 10 миллионов тонн грузов и 1 миллион человек. Und der Querschnitt hängt außerdem noch von der Spannweite der Brücke oder von der Höhe von diesem Turm ab. За один год АТС может выходить в космос до старта. То, что способно сделать АТС за один год, современный мировой ракетно-космический комплекс, в котором уже вложено $3 триллиона, при этом затраты на доставку каждой тонны полезного груза на орбиту будут десятки тысяч раз ниже, чем у современных ракетоносителей. Зависит чисто от АТС, реально осуществить инженерную свою напряжение. Данный шаг откроет доступ к потенциальным новым промышленным технологиям за счет использования уникальной космической структуры. Dass man sich verkleinert als eine Gitarrenseite vorstellen kann. Jeder hat doch schon mal eine Gitarrenseite in der Hand gehabt und weiß, dass sie weich und flexibel ist. Die kann man leicht mit zwei Fingern plastisch verformen. Das heißt, dass die Verformung nach dem Loslassen bestehen bleibt. Diese Seite ist dann aus der Sicht der Mechanik zerstört. Und die Kunst eines Ingenieurs liegt darin, die Konstruktion, in diesem Fall die Gitarrenseite, so auszulegen, dass sie dieser Belastung, in diesem Fall die Belastung, standhält. Новый экологически чистый транспорт сделает еще более приятной жизнь в зоне транспорта. Струнная транспортная дадут импульс к развитию ранее не использованных. Die gespannte Seite kann sich gar nicht verbiegen, da die Vorspannung größere lokale Verformungen in diesem Bereich gar nicht zulässt. Wenn zu große Querkraft auf eine gespannte Seite einwirkt, dann verbiegt sie sich trotzdem nicht, sondern reißt. Und reißen tut sie trotzdem nicht hier in der Mitte, wo die Kraft Einwirkung war, sondern irgendwo hier an der Kante, wo die gespannt wird. Und das ist auch ein Anzeichen dafür, dass die Seite durch Zugbelastung und nicht durch Biegebelastung zerstört wurde. Und die gute Nachricht dabei ist, bei der vorgespannten Seite brauchen wir oder können wir mit 30-fachen Schwerkraft kommen und trotzdem würde diese Seite diese Kraft halten.
So, wir können also schlussfolgern, dass eine gespannte Seite eine Querkraft wie eine zusätzliche Zugbelastung empfindet und daher deutlich belastbarer ist. Und das Ganze wieder auf die Größe einer Eisenbahn skaliert, bedeutet das, dass bei einer gewöhnlichen Eisenbahn die Schiene wie eine ungespannte Seite da liegt und von dem Rad auf Biegung belastet wird. Deswegen muss die Eisenbahnschiene so massiv ausgelegt werden und so oft mit Schwellen unterlegt werden. Wenn man eine vorgespannte Stringseite nimmt, im Vergleich dazu, das ist also Eisenbahn, hier haben wir Biegebelastung. Im Vergleich dazu die Stringschiene, dann ist sie wie eine gespannte Seite, die eine Querkraft wie eine zusätzliche Zugkraft empfindet und daher weitaus höhere Tragfähigkeit hat als eine ungespannte Konstruktion. Daher muss so eine Skyway-Schiene mit vergleichbaren Tragfähigkeit nicht alle halben Meter mit Bandschwellen unterstützt werden, wie es bei der Bahn üblich ist, sondern alle 50 bis 100 Meter brauchen wir da eine Unterstützung. Hier auf der nächsten Folie sehen wir prinzipiellen Aufbau von einer Skyway-Schiene oder String-Schiene. Die Schiene ist also hohl, darin sind mehrere vorgespannte hochfeste Stahlseile verbaut. Der übrige Platz in der Schiene wird mit einem Spezialbeton verfüllt. Die Funktion der Seile, der sogenannten String, ist hier auf diesem Bild sichtbar, weiter unten. Das Seil ist nämlich ähnlich einem Tragseil bei einer Hängebrücke verlegt. Bei einer Hängebrücke haben wir hier oben ein Tragseil und dieses Seil da innen drin hat die ähnliche Funktion. Wir sehen, dass oberhalb der Stützen hier verläuft das Tragseil ganz oben und hier in der Mitte der Spannweite ganz unten. Hier wie auch hier. Und wenn man sich vorstellt, man bringt nun eine Zugvorspannung in das Seil herein, man zieht also an dem Seil hier, dann versucht sich das Seil gerade zu richten, also zu strecken und schiebt damit auch den gesamten Schienenkörper in nach oben. Und so kann man trotz sehr schlanken Aufbau eine exakte Geradheit der Bahn erreichen. Und wenn man das überspitzt, kann man auch das Gewicht der Fahrzeuge mit berücksichtigen. Zum Beispiel weiß man, dass eine bestimmte Strecke von Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen mit einer Masse von 3 bis 4 Tonnen befahren wird. Da kann man die Strecke so bemessen, dass sie in einem unbelasteten Zustand wie hier eine geringe Gegenbiegung aufweist, also nach oben eine Gegenbiegung aufweist. Und die ist so bemessen, dass genau bei 3,5 Tonnen die Bahn exakt gerade wird. Wenn natürlich das Fahrzeug etwas schwerer oder leichter wird, gibt es eine kleine Berg- und Talfahrt, aber diese kann man in den Griff kriegen mit diesen Formeln. Hier sehen wir in der Mitte eine Formel, die besagt, oder damit bewertet man den Fahrkomfort. Und der Fahrkomfort hängt eigentlich von zwei Größen ab, von der Amplitude der Schwingung, also wie viel Ausschlag macht die Schwingung, und von der Frequenz. Die Amplitude hängt von der Tiefe der Schiene ab, also je tiefer, desto steifer die Schiene, und von dem Gewicht des Fahrzeuges. Und die Frequenz von der Geschwindigkeit des Fahrzeuges und von dem Stützenabstand. Somit können wir alle Parameter des Systems variieren und es trotzdem schaffen, dass ein Fahrzeug immer in dem sehr guten Zustand, also sehr guten das Fahrkomfort hat, ja, in diesem grünen Bereich sich befindet. So, an dieser Stelle vielleicht noch das Lieblingsargument der Skyway-Kritiker im Internet. Die sagen nämlich, dass eine Seite zu schwingen neigt und daher die ganze Struktur wegen Resonanzerscheinungen scheitern wird. Ja, diese Menschen vergessen wahrscheinlich eine Tatsache, dass eine Gitarrenseite nur dann gut klingt, wenn man sie an einer Stelle zupft und wieder loslässt. Das Prinzip ist nämlich ganz einfach. Ein schwingfähiges System kann nur dann gut schwingen, wenn seine Parameter nicht geändert werden.
Ein Fahrzeug auf der Stringschiene ist ein schwingfähiges System. Jedoch hat dieses System unterschiedliche Eigenfrequenzen, je nachdem, wo sich das Fahrzeug gerade befindet. Befindet sich das Fahrzeug über einer Stütze, dann neigt das System mit einer hohen Frequenz zu schwingen. Bewegt es sich weiter, verändert sich die Systemparameter. Die Eigenschwingungsfrequenz wird niedriger. Das heißt also, während der Fahrt ändert sich ständig das Eigenschwingungsverhalten des Systems. Daher kann es nicht aufschwingen. Ich hoffe, das war so verständlich. Ja, auf der rechten Seite sehen wir prinzipielle Aufbau von einer Skyway-Linie. Ja, wir sehen also, wenn man bloß zwei vorgespannte Schienen verlegt, so zwei Schienen wie hier abgebildet, da können wir Stützenweite von 50 bis 100 Meter erreichen. Wenn man damit noch brückenartige Konstruktionen verbindet, wie hier Linsenbrücke oder diese hängebrückenartige Konstruktion, kann man auf Stützenabstände von bis zu 5 Kilometer kommen. Verglichen mit dem traditionellen Brückenbau sind diese Werte ja locker um eine Dimension größer. Um die Vorspannung zu gewährleisten, müssen alle 3 bis 5 Kilometer sogenannte Ankerstützen aufgebaut werden. Das sind diese kreisrunden Dinge zur Ansicht von oben. Der Abstand ist so zustande gekommen, dass bei diesem Abstand für unseren Planeten übliche Temperaturdifferenzen zwischen Winter und Sommer von rund 100 Grad Celsius und damit zusammenhängende Wärmeausdehnungen gut in den Griff zu kriegen sind. Da man ja eher alle paar Kilometer eine Station braucht, kann man diese Ankerstützen gut mit den Stationen kombinieren. So wie das auch im Ökotechnopark von Skyway gelöst ist. Zwischen den Spannstationen werden die Zwischenstützen aufgebaut. Das sind diese Zwischenstützen. Die sind jedoch relativ schlank. Die sind etwas massiver als Straßenlaternen. Und Bahnhöfe werden ungefähr so ausschauen. Also hier haben wir ein Bildchen vom Bahnhof. Naturgemäß kommen die Menschen, Passagiere von unten. Das sind die Rolltreppen. Wir haben kreisrunden Bahnsteig, wo sich die Fahrzeuge auch langsam drehen. Und dieses Bahnsteig bewegt sich mit derselben Geschwindigkeit in den Kreis herum. So, wenn die Fahrzeuge ankommen, hat man genug Zeit, sich ein Fahrzeug auszusuchen und hinzusetzen. Und wenn das Fahrzeug das Ende des Kreises erreicht hat, geht es mit der Reisegeschwindigkeit von 150 km/h weiter. Damit kann man sehr kompaktes Bahnhof bauen, eine Taktung von zwei Sekunden erreichen. Ja, und das Ganze halt sehr kostengünstig auch gestalten. So, auf der nächsten Folie sieht man noch zwei andere Vorteile der Technologie aus der Sicht der Mechanik. Wenn man ganz normale Brücke sich anschaut, dann weiß man, immer oberhalb von den Stützen ist die Fahrbahn aufgetrennt. Das braucht man wegen Temperaturausdehnung, sogenannte Temperaturfugen. Ja, sind hier. Der Nachteil dabei ist, wenn da eine Kraft von oben kommt, dann wird nur ein einziges Segment von der Brücke belastet. Ja, und diese Belastung ist dann relativ hoch. Vergleicht man dazu eine Skyway-Linie, dann ist die Bahn nicht getrennt. Ja, das ist eine durchgehende Bahn. Und wenn so eine durchgehende Bahn von oben belastet wird, dann ist die Belastung anders. Dann verteilt sich die Belastung auf mehrere Segmente. Und hier der Maximalwert ist um 50% kleiner. Das heißt, allein dieser Vorteil gibt uns die Möglichkeit, 50% vom Material zu sparen. Und die Vorspannung eben nochmal 90%. So, und das ist ein zweiter Vorteil. Man sieht, wie normale Brücken aufgebaut sind. Da braucht man sehr stabile Säulen, ja, also diese Stützen. Die sind sehr massiv. Warum? Weil die oben mit einem großen Gewicht, mit einer freiliegenden Betonplatte belastet werden. Und wenn die zu schlank sind, dann können sie einfach unstabil werden und sich so seitlich wegknicken.
Bei Skyway sieht das Ganze anders aus. Bei Skyway haben wir eine vorgespannte Bahn. Die Bahn ist vorgespannt und die versucht sich ja alleine von sich aus in der Höhe zu tragen. So wie eine Gitarrenseite, die legt sich ja nicht auf das Gitarrenbett. Und deswegen solche Zwischenstützen, die können relativ schlank gebaut werden. Hier sieht man das Achtfache an Kraft, kann so eine Konstruktion aushalten. Oder im Umkehrschluss, man braucht nur ein Achtel von Material, um diese Stützen aufzubauen. So, nächste Folie, da sehen wir die Schienenarten, die das Unternehmen Skyway Technologies entwickelt hat. Man unterscheidet also die halbstarre Schiene, die wir haben ja schon betrachtet, die flexible Schiene, die ähnlich einer Seilbahn zwischen zwei Stationen aufgehangen werden kann. Ja. Und die starre Schiene, die sieht man ganz unten, die für Beförderung von besonders schweren bzw. besonders schnellen Fahrzeugen konzipiert wurde. Die halbstarre Schiene ist dazu gedacht, leichte abgehängte Module zu transportieren. Da sieht man auf dem Foto oben rechts. Ja, und wenn man zwei solche halbstarren Schienen parallel legt, dann können auch größere Transporter auch bewegt werden. Das wird man in Sharjah in Arabischen Emiraten auch sehen. Die Maximalgeschwindigkeit ist 150 km/h. Und wir sehen hier in der Mitte zwei Rohre, hier, das sind die Kommunikationsrohre und Stromleitungen kann man hier verlegen. Es ist wirklich so, dass man parallel mit der Skyway-Linie auch die Kommunikationsleitungen und die Stromleitungen mitverlegen kann. So ist es ein kompletter Anschluss an die Zivilisation gewährleistet. So, diese flexible Schiene, diese Schienenart ist eigentlich das Beste, das Effektivste, was Skyway entwickelt hat. Warum ist es so? Man kann sich vorstellen, wie würde die Fahrt hier gehen auf so einer abgehängten Bahn. Wenn man hier losfährt, dann hat man ja eine Talfahrt. Das Fahrzeug beschleunigt sich von alleine, weil es ja nach unten geht. Hier in der Mitte hat das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 150 km/h. Und ab hier beginnt es automatisch abzubremsen. Also man braucht keine Bremsklötze zum Bremsen, man braucht keinen Motor zum Beschleunigen. Ja, und hier geht es automatisch mit der Geschwindigkeit 0 kommt das Fahrzeug an. Man muss nur ein bisschen Luft- und Rollwiderstand ausgleichen und kann man schon fahren. Im Vergleich zu einer gerade Fahrbahn braucht man Motoren, die 60-fach kleiner sind. Allein durch diese Wirkung von Erdbeschleunigung. Ja? Und hier sehen wir, wie das wirklich aufgebaut wurde in Marina Gorka in Weißrussland. Und das ist die starre Bahn, da sieht man genauso die Rohre für die Leitungen. Man sieht hier auch die ganzen Isolatoren. Warum Isolatoren? Weil die Schienen voneinander elektrisch getrennt sind. Man kann die Stromführung direkt durch die Schienen gewährleisten, sodass das Fahrzeug direkt von den Schienen auch den Strom bezieht. Oh, ja. Und hier auf dieser Seite. Auf dieser Folie sehen wir auch ein erweitertes System, flexibles System, das ist super leichte Schiene von Skyway. Diese Schiene schaut sehr ähnlich aus einer Seilbahn mit einem riesengroßen Unterschied. Bei einem Seilbahn befährt das Fahrzeug direkt das Seil. Das Seil zerreibt, das hat nur punktartige Belastung. Das Seil verwindet sich und es kommt zur Reibung zwischen den einzelnen Drähten. Deswegen muss das Seil ständig ausgetauscht werden. Es gibt große Geräuschentwicklung und man darf nicht so schnell fahren. Bei Skyway superleichte Bahn schaut es ähnlich aus, bloß hat man das Seil innerhalb eines Endlosrohres versteckt und einbetoniert mit Spezialbeton. Welchen Vorteil bringt das? Jetzt, wenn wir das befahren, haben wir hier eine Linienlast. Also das Rad berührt das Rohr auf eine Linie und da sind natürlich die Spannungen deutlich kleiner.
das der Beton, der dämpft die Geräusche und auch die glatte Schiene, also das glatte Rohr, das erzeugt viel weniger Geräusche. Deswegen kann man viel schneller fahren, deswegen ist die Bahn langlebiger, wirklich um x-fach, fünffach, zehnfach langlebiger als eine Seilbahn und auch leiser. Ja. So. Das war jetzt zu der Bahn. Bahn ist auch die wichtigste Entwicklung von Skyway. Das ist die grundlegende Entwicklung war die Bahn. Weil das auch das teuerste ist, was ein Transportsystem ausmacht. So, jetzt aber zum Fahrzeug. Wir sehen, das Fahrzeug hat im Allgemeinen nur vier Verlustarten. Salopp ausgedrückt, wenn diese Verluste nicht wären, könnten wir uns ohne Energieaufwand ewig fortbewegen. Allgemein gesehen sind das eben diese Verluste, die vier Verlustarten, die zwei, die treten im geschlossenen System des Fahrzeuges auf. Also das sind die Verluste im Motor und im Getriebe. Und die zwei, das sind die Verluste, die im Zusammenhang mit dem extern, mit der Umwelt dann kommen. Elektromobile haben übrigens sehr gut hingekriegt, dass diese internen Verluste relativ klein sind, weil die Elektromotoren einen Wirkungsgrad von ungefähr 95% haben oder sogar mehr. Und im Allgemeinen braucht man kein Getriebe bei E-Mobilen. Deswegen, heißt es, wenn fast 100% an das Rad übertragen werden, dann wohin geht die ganze Energie? Und die gesamte Energie, die wir einspeisen, geht eben in den Radwiderstand und in den Luftwiderstand. Und genau bei diesen beiden Verlustarten hat Anatoly Junitzki ein großes Verbesserungspotenzial gesehen und auch umgesetzt. Wir sehen hier einige seiner Windkanalversuche aus unterschiedlichsten Jahrzehnten. Achten Sie auf die Form der Fahrzeuge. Sie unterscheiden sich völlig von den normalen PKWs, ist ja auch klar. Da die Stringschiene braucht man keine Knautschzone, da der Auffahrunfall ausgeschlossen ist. Man braucht keinen Platz für einen größeren Motor, weil man Radmotoren nutzt. Ja? Motoren verstecken sich da direkt an den Rädern. Und die Unterseite des Fahrzeuges kann man auch aerodynamisch sinnvoll gestalten. Nicht wie so wie bei normalen PKWs, wo der Unterboden einfach nur flach ist, was aus der Sicht der Aerodynamik eigentlich eine Katastrophe ist. Hier sieht man übrigens das Hochgeschwindigkeitsmodul von Skyway Unilot und man sieht hier diesen Rauchstrahl. Mit dem Rauchstrahl kann man sehen, wie harmonisch die Luft das Fahrzeug umströmt. Man sieht, der Strahl berührt das Fahrzeug fast an der Spitze und verlässt das Fahrzeug auch fast an der Spitze. Das heißt, man hat hier keinen Totraum, ne? Keine Turbulenzbereichen und da muss eine sehr gute aerodynamische Eigenschaft vorliegen. Die Hersteller von den luftschnittigsten Fahrzeugen haben das übrigens auch verstanden mit dem Bodeneffekt. Man sieht hier drei Fotos von den besten Fahrzeugen, was die Aerodynamik angeht. Das ist Forti Saxonia, Pack Car und Terra Fennec. Ja, und die drei Fahrzeuge, die haben was gemeinsam mit Skyway. Man sieht, diese Fahrzeuge hat man auch versucht, den Körper des Fahrzeuges, also die Karosserie, so weit wie möglich vom Boden zu erheben. Ja, und auch die Fahrzeuge sind spitz, hinten wie vorne. Genau so wie bei Skyway. Ja, aber Anatoly Junitzki hat herausgefunden, dass mindestens eine Höhe des Fahrzeuges muss man Abstand haben vom Boden, um den Bodeneffekt vollständig zu vermeiden. Deswegen sind die Fahrzeuge doch nicht so gut wie Skyway. Skyway haben wir hier Werte bis zu 0,06, also nochmal ein Stück besser als bei diesen Fahrzeugen. Die zweite Verlustart, die vielleicht bei Hochgeschwindigkeit nicht so entscheidend ist, aber trotzdem
ist eben dieser Rollwiderstand, ja, Widerstand des Rades. Und auch hier hat Anatoly Nitzki Verbesserung gebracht im Vergleich zum normalen Eisenbahn. Hier auf dieser Folie sieht man, wie ein üblicher Drehgestell von der Eisenbahn aussieht und die Schiene dazu. Ja. Und hier drunter sieht man das Fahrgestell von Skyway. Wenn man sich die Rollpaarung im Detail anschaut, hier wie hier, das ist nur dieses blaue Stück von dem Eisenbahnrades, stellt man fest, dass bei der Eisenbahn wir ein konisches Rad haben. Das Rad ist konisch, welches auf einer abgerundeten Schiene abrollt. Diese Rollpartner berühren sich nur in einem einzigen Punkt. Daher herrschen in diesem Punkt hier sehr große Spannungen. Also hier sieht man bis zu 1000 Megapascal. Die kritische Grenze eines höherwertigen Stahls liegt aber bei ca. 500 Megapascal. Ja, zudem ist die Berührungsfläche relativ groß in die Fahrtrichtung, deswegen erschwert sie das Abrollen. Denn diese Fläche, die wallt sich ja ständig entlang der Mantelfläche des Rades. Das konische Rad neigt zudem dazu, im Kreis zu drehen, wird aber durch die Rollpaarung zu geradeausfahrt gezwungen. Das vergrößert den Abrieb und sorgt für Quietschgeräusche. Deswegen muss man die Schiene auch ständig nachschleifen. Also in regelmäßigen Abständen muss man abschleifen und auch hin und wieder mal austauschen. Im Vergleich dazu hat die Skyway-Schiene einen zylindrischen Rad und eine flache Schiene. Das heißt, wir haben hier eine Linienlast. Also die Last verteilt sich auf eine Linie. Auf dieser Linie haben wir viel kleinere Spannungen. Auch diese Linie ist nicht so dick in die Fahrtrichtung, deswegen geht das Abrollen einfacher. Und außerdem haben wir nicht diesen Spurkranz wie bei normalen Eisenbahnen, der das Entgleisen verhindert, sondern wir haben hier ein zusätzliches Entgleisungsschutzrad. Hier sieht man das auch noch. Und das ist natürlich auch noch Verbesserung, weil das viel weniger Reibung dann erzeugt. Man sieht hier oben auf der Tabelle diese Rollwiderstandswerte im Allgemeinen. Man sieht, dass das je grober die Fahrbahn oder das Rad ist und je weicher diese Rollpartner sind, desto schlechter ist der Rollwiderstand. Ja, das Schlechteste hier in der Tabelle ist Autoreifen hier auf dem Schotter und das Beste ist Eisenbahn und die Kugellage. Ja, man sieht, Eisenbahn ist 20-fach besser als Autoreifen auf Schottrollen und 15-fach besser wie Autoreifen auf Asphalt. 15-fach besser. Ja, aber wir haben ja die Technik nochmal verbessert. Wir werden uns wahrscheinlich eher da bei den Kugellagern befinden, was nochmal Verdoppelung von den Werten bringen würde. So, und hier dann ganz allgemein, was haben wir dann mit der Skyway-Technologie erschaffen? Das ist die Energiebilanz von Skyway im Vergleich zu einem normalen Kraftfahrzeug. Wir brauchen von Anfang an ungefähr ein Viertel von der Kraft, weil wir unsere Luftwiderstandsparameter so viel besser sind. Deswegen ist die grüne Linie schon mal viel schlanker als die blaue. Das, was wir die Kraft brauchen. Und hier sehen wir von Anfang an, gehen ungefähr 60% Verlust beim Ottomotor schon mal im Motor, nochmal ungefähr 5% im Getriebe, nochmals zwar je nach Geschwindigkeit, sagen wir 20% im Rad und im Endeffekt brauchen wir das Vierfache. Und bei Skyway, wir haben etwa 5% Verlust im Motor, wir haben keine Getriebeverluste, weil wir keine Getriebe haben. Wir haben direkt angeflanschte Motore an die Räder. Wir haben Radverlust im Rad von sehr wenig, also 1% vielleicht oder so, das sieht man kaum mehr. Und man braucht im Endeffekt viel weniger Kraft. Und das ist das, was ankommt an Energie und das ist das, was benötigt wird. Ja, ist fast dieselbe Dicke von der Linie. Im Vergleich dazu bei Pkw so viel muss man einspeisen und so viel kommt wirklich an.
So, jetzt kommen wir zu den Vorteilen der Technologie. Der wesentliche Vorteil ist natürlich die Verkehrssicherheit. Wir haben keine Kollisionsgefahr auf den Skyway-Linien. Das ist einfach ausgeschlossen, weil wir vollautomatische Fahrzeuge haben. Da sitzt kein Fahrer drin. Menschliches Fehler ist ausgeschlossen. Und wir haben 5 autonome Systeme des maschinellen Sehens, die Fahrzeuge, die sehen einander, die können einfach nicht kollidieren. Außerdem, wir haben hohe Stabilität der Schienenfahrzeuge. Wir haben Entgleisungsschutzsystem, also das Fahrzeug kann sich konstruktiv nicht entgleisen. Ja. Wir haben hohen Schutz bei Überschwemmungen, Stürmen, Erdbeben, Hochschnee, Terror und anderen Extrembedingungen. Man kann sich vorstellen, so eine schlanke Bahn, die fest mit dem Boden verankert ist, die hat eben sehr kleine Segelfläche. Also wenn der Wind kommt, dann ist es kein Problem, weil der einfach Angriffsfläche braucht. Genauso wie Tsunami braucht Angriffsfläche. Wenn Schnee kommt von oben, der kann sich da nicht halten, der fällt einfach durch. Und wenn da ein bisschen Wasser auf der Schienen bleibt, dann ist schon das erste Rad, wird das der ganze Schnee wegräumen. Wenn Erdbeben kommt, kann jeder zweite Zwischenstütze entfallen, also vernichtet werden. Und trotzdem würde die Bahn weiter existieren, die würde nicht auseinanderfallen. Man wird sie außerdem noch befahren können, zwar mit langsamer Geschwindigkeit, aber trotzdem. So, weiterer Vorteil, Umweltfreundlichkeit. Wir haben einen minimalen Baumaterialaufwand. Wir haben keine umweltschädlichen Erdaushübe. Wir stören keine Tierwanderungen. Wir haben minimalen Flächenbedarf. Keine Angriffe im Grundwasserhaushalt, keine Abgase, keinen Tausalz oder Reifenabrieb. Und außerdem noch niedriger Energiebedarf im Betrieb. So, dritter Vorteil ist einfach Komfort. Komfort, wir haben hohe Ebenheit der Fahrstrecke, geringe Fahrgeräusche. Und die Ebenheit, die kann man wirklich variieren. Man kann das so auslegen, dass es ebener ist und teurer und komfortabler oder eben weniger eben, dafür aber billiger. Wir haben kurze Wartezeiten. Ja, weil das System automatisch reagiert, wenn das bemerkt, da kommt ein Kunde, auch wenn es 3 Uhr nachts ist, dann kommt automatisch das Fahrzeug, man setzt sich hin, man tippt das Ziel an und los, geht die Fahrt. Wir haben also diese automatische Steuerung und wir haben keine Kreuzungen, wir müssen also nirgends warten. Ja, die Fahrt geht von dem Punkt A zum Punkt B, ohne Zwischenstopps. Und wir haben hohe Geschwindigkeiten in unserem System. Die Geschwindigkeiten, die können wir bis 150 km/h in der Stadt haben und bis 500 km/h außerhalb der Stadt. Hier auf dieser Folie allgemein Zusammenfassung der Vergleich von der Skyway-Technologie zu den anderen Arten wie Magnetschwebebahn, Monorail, Automobilverkehr oder Eisenbahnverkehr. Wir sehen, dass überall, was Baukosten angeht, Betriebskosten, Umweltverschmutzung, Unfallgefahr, schneidet Skyway deutlich besser ab als andere Verkehrsarten. Die Gründe hatten wir ja schon alle im Detail besprochen. Hier sehen wir noch weitere Bestandteile der Technologie. Also alles. Ziemlich alles, was so in einem Skyway-Fahrzeug befindet, ist Eigenentwicklung und Herstellung von dem Unternehmen Skyway Technologies CO. Auch die Elektromotoren, also diese Radmotoren, die werden in unserem Unternehmen entwickelt. Ja, hier sieht man auf diesem Bild den Aufbau von einem abgehängten Modul. Man sieht, wie einfach das Ganze aufgebaut ist. Hier oben ist eben dieses Fahrgestell. Da sind ein paar Radmotoren, da sind irgendwelche Kühlsysteme, also Batterien, Stromrichter und so weiter. Natürlich die ganze Elektronik sitzt auch mit drin, also maschinelle Sehen und so weiter. Aber trotzdem ist das Ganze sehr übersichtlich. Und unten ist die Passagierskabine. Und es werden auch Module geben, wo sich die Passagierskabine abkoppeln lässt von dem Fahrgestell, dass man unabhängig ist.
Ja. Weiteres bestand unsere Technologie sind diese unbemannte Hubschrauber, also die Drohnen, die werden auch entwickelt auf der Basis von einem Hubschrauber KA 26. Aber man hat eben diese Steuerungseinheit alles herausgebaut. Warum? Weil man eben viel größere Tragfähigkeit damit erreichen kann. Diese Hubschrauber werden von unten gesteuert und die werden man brauchen, um die Zwischenstützen von oben aufzubauen. So, und ein weiterer Bestandteil unserer Technologie ist die Blockchain-Technologie. Blockchain wurde ja mit Bitcoin berühmt. Und Blockchain-Technologie ist einfach die Technologie, die den sichersten Aufbewahrung und Übertragung von Daten gewährleistet. Und wir brauchen eben eine sichere Datenübertragung in unserem System, weil das ganze Skyway-System wird ja von einem Zentralcomputer gesteuert oder besser gesagt von vielen Computern gesteuert. Und diese Steuerung muss ja ganz sicher erfolgen. Deswegen hat man hier noch die Blockchain-Technologie integriert. So. Jetzt kommen wir zu den ganzen Zertifikaten, Patenten und Auszeichnungen, welches das Unternehmen Skyway schon bekommen hat. Hier auf dieser Seite sehen wir einige Zertifikate. Ist nur, ja, hier sehen wir Zertifikat für Qualitätsmanagement, Zertifikat für nachhaltiges Management, Zertifikat für Betriebssicherheit und Gesundheitsschutz. Also das sind alle Zertifikate nach ISO-Normen. Die sind sehr, die werden, also haben sehr hohes Ansehen. Zum Beispiel Zertifikat für Qualität. Da kommen wirklich Profis. Und das war bei Skyway wirklich das Problem, dass da TÜV Thüringen, welches Zertifizierungsinstitut war, die hatten wirklich das Problem, da Experten zu finden, weil da so viele unterschiedliche Bereiche miteinander kombiniert wurden. Ja, aber trotzdem hat man das Zertifikat bekommen. Außerdem wurden vier von unseren, von sieben Fahrzeugen wurden schon zertifiziert in Marina Gorka in Weißrussland. Ja, und hier sehen wir noch ein Zertifikat von UITP. Wir sind also Mitglieder von UITP. Das ist eine internationale Organisation von öffentlichen Nahverkehr. Und deswegen können wir uns auch eher politisch mit engagieren jetzt in den Gesetzgebungen. Hier, ja, so die Patente, die wir haben, da muss man verstehen, diese Patente sind zum Teil auch geschichtlich gewachsen. Da sind zum Beispiel drei Patente von der Eurasischen Organisation, also Patentierungsorganisation, das ist von der russischen, hier indische Patent und japanischer und chinesischer, amerikanischer und so weiter. Zu verschiedenen ja, Zeiten hat man die gemacht. Ist ja auch klar, Patent hat eine gewisse Gültigkeitsdauer 20 Jahre und das hätte ja nichts gebracht, wenn Anatolij Nitzki vor 30 Jahren alles patentiert hätte und jetzt wären die Patente ausgelaufen. Ja. Er hat nur da patentiert, wo er festes Interesse gesehen hat, wo da vielleicht Projekte entstehen konnten und deswegen sieht das so aus. Ja, und natürlich hat man auch gesagt, also wenn da ein Land kommt und möchte Skyway-Technologie bauen, dann kann man die Zertifizierung und natürlich auch den Schutz der Technologie auch nachträglich dann auch aufbereiten. Hier sehen wir ein paar Auszeichnungen, was Anatolij Junitski bekommen hat oder sein Unternehmen. Ja, man hat einiges an Diploma und Auszeichnungen für die Teilnahme an unterschiedlichsten Messen bekommen, weil man immer wieder für sehr, sehr viel Aussehen gesorgt hat auf den Messen. Und ein paar Mal hat man als einer der meistbesuchten Stände hat man Auszeichnungen bekommen. Dann hat man noch die Auszeichnung von diesem Golden Chariot. Damit werden ja Fortschritte in dem Transportwesen auch, ja, gepreist. Da haben wir eine Bestätigung vom russischen Ministerium, die besagt, dass die Skyway-Technologie innovativ und zukunftsorientiert ist
Und hier steht Anatoly Nitzki, das war Ende 2018 mit seinem Friedenspreis, mit seinem slowakischen internationalen Friedenspreis. Ja, so, jetzt kommen wir zu der Entwicklung des Projektes. Entwicklung des Projekts, angefangen hat das Ganze im Jahre 78, da hat Anatoly Nitzki seine zündende Idee gehabt. Von 78 bis 2014 hatte selbst dran geforscht und entwickelt, und ab 2014 hat er gesagt, jetzt ist die Kerntechnologie so weit, dass man sie auf den Markt bringen kann. Und ab hier hat man wirklich große Investitionen gebraucht. Ja, und Anatoly Nitzki hat lange überlegt oder Bemühungen gemacht, Investitionen in sein Vorhaben zu holen, und hat immer wieder Absagen bekommen, bis er verstanden hat, dass die Menschen, die jetzt an dem Markt sind, die profitieren eben von dem Stand der Dinge, wie der jetzt ist. Und deswegen hat Anatoly Nitzki 2014 gesagt, jetzt gehe ich einen anderen Weg, jetzt werde ich die Menschen fragen, ob sie mich unterstützen. Also der hat 2014 diese Volksfinanzierungsaktion ausgerufen, und ab da ging es wirklich dramatisch mit der Entwicklung. Ja, also ab hier hat man die auch gleichzeitig angefangen, unser Ecotechnopark aufzubauen in Marina Gorka. Da sieht man hier die ersten Fotos von 2015. Ist nicht weit von Minsk in Weißrussland. Und man sieht die aktuelle Situation. Wir haben also Fertigungshallen. Wir bauen noch zusätzlich andere Fertigungshallen. Wir haben 3 Standorte mit unseren Büros. Ja, und wir haben einen komplett aufgebauten Ecotechnopark. Also das ist unser Test- und Zertifizierungsgelände. Hier sieht man den Ecotechnopark, wie der heute ausschaut. Ja, das ist das Bild. Wir haben vier also Strecken schon aufgebaut, 4 unterschiedliche. Das Ganze sollte 240 Millionen Dollar kosten. Und Finanzierungsquelle, wie gesagt, ist eben die Volksfinanzierung. Der Zweck war dazu da, die Technologie praktisch umzusetzen, zu zertifizieren und den potenziellen Kunden zu demonstrieren, was man auch jetzt schon aktiv macht. Das Ganze ist auf rund 40 Hektar platziert. Ja. Hier auf dieser Folie sehen wir schon die Fahrzeuge, die schon aufgebaut wurden. Wir haben 7 Fahrzeugtypen fertig, und 4 von denen sind auch schon zertifiziert vom russischen Ministerium. Hier sehen wir zum Beispiel 2-sitzigen Unibike, da kann man mitkurbeln, so wie mit Fahrrad innen drin, um Energie zu erzeugen. Das ist ein Unibus für 14 Personen. Das ist Unitrack, also das ist für Schütt- und Flüssiggüter, Frachttransportmodul. Uniwind, dieses super leichte Bahn mit Uniwind. Das ist Unilöt. Hochgeschwindigkeitsmodul bis 500 km/h hat man zum ersten Mal auf InnoTrans Berlin 2018 gezeigt. Da sind die Unicars, der kleine Unicar, haben wir hier nicht, oder längere, ist ganz lange hier, und noch Unibus für 48 Personen. Also die Breite der Modelle, die kann man ja noch weiter ausbauen. Das ist alles nach Kundenwünsche. Ja. Wirklich ausschlagende Technologie ist die Bahn. Wer es drauf fährt, das kann man variieren. So, und das nächste, was passiert ist, oder das da kommen wir schon zu den letzten News. Das ist eben dieser Innovationscenter in Sharjah, der in Arabischen Emiraten aufgebaut wird. Also das war so, dass 2018 auf Future City Show hat Anatoly Nitzki und das Unternehmen Skyway die Investoren in Arabischen Emiraten überzeugt, und man hat diesen Vertrag geschlossen, dass die Skyway Technology, dass sie in dem Innovationspark von Sharjah ihre Transportlösungen auch aufbauen kann. Und hier sieht man auf den beiden Fotos die Pläne von dem Park, also von dem Innovationszentrum.
Man sieht hier also diese halbstarre Strukturen. Hier werden aufgesetzte Fahrzeuge fahren. Hier sieht man zwei, also abgehängtes, aufgesetztes Fahrzeug. Hier hinten sieht man ganz gleich noch ein Fahrzeug auf der leichten Schiene und so weiter. Warum nochmal ein Park? Na, ganz einfach, weil die Investoren in den Emiraten haben gesagt, die Technologie ist neu, wir können die Risiken nicht auf sich nehmen. Wir haben wirklich krasse, problematische Naturbedingungen, also hohes Salzgehalt in der Luft, sehr starke Winde, starke Hitze und so weiter. Ja, und die haben gesagt, fangt an, zeigt, dass die Technologie auch in unseren Bedingungen funktioniert, dann werden wir mit großem Geld kommen und viele Projekte aufbauen in der Region. Ja, und in diesem Park werden nicht nur die Bahnen gezeigt, wie das in Marina Gorka der Fall ist, sondern die ganze Dienstleistung, also mit Weichen, mit den Umschichtstationen, Depots und so weiter und so fort. Und außerdem entsteht hier auch eine, da ist in der Nähe eine Universität, amerikanische Universität von Sharjah, und in dieser Universität wird außerdem noch eine Akademie, eine Skyway Akademie entstehen, wo die Experten für die Skyway Technologie ausgebildet werden. So, gleichzeitig hat man noch in einem anderen Emirat, das vorhin war ja Sharjah, aber im Emirat Dubai hat man gleichzeitig auch noch Erfolge gebracht im letzten Jahr. Und zwar, also Ende des Jahres war es so, dass der Kronprinz von Dubai, da sieht man den, das ist Hamdan ibn Mohammed, ja, der hat Besuch bei der RTA, das ist Transportministerium von Dubai, gehabt. Und da hat er die Möglichkeit bekommen, man hat die Möglichkeit genutzt, um ihm die Skyway-Technologie präsentiert. Und er war so begeistert, dass er in seinem Twitter Folgendes geschrieben hat. Da steht es. Der hat geschrieben, Dubai denkt außerhalb den Rahmen. Und wir fangen jetzt an, eine Transportrevolution mit neuartigen, futuristischen Transportmodulen wie Skypods. Hier steht es, ne? Auf unseren Skyway-Modulen steht Skypods, die nur ein Zehntel der Infrastruktur gebrauchen. Also so ein Mann, wenn der sowas schreibt, dass wir wollen oder wir starten eine Transportrevolution, dann wird er auch hinter seinen Worten stehen, weil was von dem Rang Menschen, die werfen die Worte nicht auf den Wind, wie man so im Russischen sagt. So. Und da gibt es noch weitere News zu den Dubai. Also vor ungefähr eine oder zwei Wochen kam die Nachricht, dass die RTA, dieses Ministerium, Transportministerium von Dubai, bekommt 19% von dem gesamten Budget von Dubai im Jahre 2019. Ja, und der Minister hat auch über seine Pläne erzählt. Und er hat eigentlich zwei Sachen erwähnt. Er hat gesagt, ja, wir brauchen das Geld, um die Infrastruktur für Expo 2020 aufzubauen. Und wir wollen neuartige, innovative Systeme einsetzen. Und da, bei den innovativen Systemen, hat er nur eines einziges genannt. Dubai Skypods. Und das ist eben Skyway. Ja, also im Endeffekt 19% vom Budget von Dubai gehen in die Erweiterung vom Transportnetz für Expo und für Skypods. Und wahrscheinlich kann es sogar sein, dass beides auf einen Schlag gemacht wird. Also Transporterweiterung mit Skypods. Hier sieht man Instagram von RTA. Die werben schon mit unseren Modulen. Die werben nicht für Skyway, die werben für RTA. Ja. Hier sieht man noch den Emir von Arabischen Emiraten mit seinem Sohn, wo der auch schon unsere Technologie da inspiziert hat und eigene Meinung gebildet hat. Und und vor kurzem war dieses World Government Summit in Dubai. Und da hat man nach diesem Summit, das ist wirklich eine größere Veranstaltung, da kommen aus 150 Ländern Menschen und erzählen über Innovationen, über Neuentwicklungen und so weiter. Und da hat wirklich Skyway gut gepunktet. Und danach hat man auch diese
Absichtserklärung mit der RTA unterzeichnet, ja, dass man mit RTA zusammen kooperieren möchte. Ja, das war's schon von meiner Seite. Also allgemein kann man sagen, was ich damit sagen wollte. Das ist, Skyway ist wirklich ein sehr dynamisch entwickelndes Unternehmen. Und das hat wirklich ein ausgeprägten Alleinstellungsmerkmal, welches also wirklich andere Unternehmen nicht haben. Das geistige Eigentum des Unternehmens ist mit unterschiedlichsten Instrumenten geschützt. Die Technologie wurde von verschiedenen internationalen Organisationen als innovativ anerkannt. Und der Bau der ersten Projekte hat bereits begonnen. Und die frohe Botschaft, jeder kann an dem Projekt teilnehmen. Jeder kann sich beteiligen und an dem Erfolg des Unternehmens auch teilhaben. Ja, und an dieser Stelle möchte ich mich bedanken für die Aufmerksamkeit. Und wenn da Fragen aufgetreten sind, bin ich gerne bereit, die zu beantworten.